Guten Tag und hallo nochmal, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV am heutigen Nachmittag, dem Freitag, dem 27. März. Und wir wollen uns hier, jetzt haben wir es dem Index zuwenden, dem Nasdaq 100 Index, nämlich hier dem breiten Technologieindex aus den USA. Und dieser, ja, zeigt unlängst weitere Schwäche. Das werden wir mal hier mit diesen Zonen ein Stück weit untermalen, die hier einst als Unterstützung aktiv waren, aber wie wir unlängst sahen, eben hier gnadenlos aufgegeben wurden aufgrund der jüngsten Ausverkaufsschwäche. Wir haben den Nasdaq 100 Index bereits gestern schon mal gecovert, vor der Annahme, vor dem Hintergrund, dass es jetzt ja grundsätzlich einen Erholungsimpuls geben könnte, der hier bis zum Bereich um 4.345 Punkte reichen könnte. Danach sieht es sogar aus, als wäre hier der Index tatsächlich in der Freude, hier eine solche Erholung zu erfahren. Ob es dann natürlich schon vorbei ist, bleibt erstmal abzuwarten. Denn tendenziell sieht es doch eher so aus, als würde der Index noch nicht fertig sein nach unten. Also, ergo, als könnte man hier nochmal Niveaus im Bereich 4.280 Punkte erwarten, um dann praktisch hier einen weiteren Sequenzlauf abzuwägen, wie es denn hier noch ausgehen könnte. Also es scheint so, als dürfte sich der Index in Kürze den Kopf stoßen. Könnte auch natürlich schon bereits jetzt hier passieren. Wir haben hier einen ganz kleinen, marginalen, kurzfristigen Widerstand. Hier lässt sich auch im Chart schön zeichnen, bevor dann praktisch direkt darüber hier dann schon die entscheidendere Widerstandszone ableitbar ist, die hier, und das sehen Sie auch, sich schon wesentlich weiter zurückführen lässt bis zum Dezember des letzten Jahres. Und hier scheint eben die Luft dann dünner zu werden. Der Index dann eben selber hier im Abwärtsimpuls begriffen, der dann eben hier durchaus auch neue Mehrwochentiefs einleiten könnte. Und das bringt mich jetzt hier zum Tageschart zurück. Sie sehen auch hier das begrenzte Potenzial. Wir haben hier zwar das Level von 4.345 oben, aber es kann auch schon bei 4.335 Punkten drehen. Also hier diese Zone ist, wie gesagt, signifikant. Und von diesem Level ausgehend sieht es so aus, als würde der Index, gerade wenn wir die 4.280, 4.285 aufgeben, diese Zone, mache ich in dem Fall jetzt direkt mal grün, wenn diese Zone aufgegeben wird, muss man davon ausgehen, dass wir hier Niveaus in Richtung 4.230, 4.220 sehen. Und das wäre für die nächste Woche durchaus ein akzeptables Movement, weil Sie sehen auch hier die Indikation vom Nasdaq E-Mini, dem Future-Kontrakt auf den Nasdaq 100, und der hat hier tendenziell bis Mitte April sogar eine schwächere saisonale Tendenz vorzuweisen. Und mit diesen Impulsen, die wir eben hier sahen, klar gescheiterter Ausbruch hier nach dem Fed-Event vom 18.03., hier oben den Kopf gestoßen am Widerstand 4.455, 4.460, dann hier die starke Umkehrkerze von dieser Woche, schwupp, knallte es am Mittwoch nach unten. Gestern zwar eine Erholung am Support, das sieht ganz positiv aus, aber die bisherigen fehlenden Anschlusskäufe drücken hier dann doch schon wieder die Stimmung. Und wenn wir hier nicht klar nach oben rausziehen, und dazu müsste der Index wohl zugegebenermaßen hier die Marke von 4.400, 4.405 erstmal überwinden, bleibt die Tendenz die, dass der Index hier doch erst nochmal einen fallenden Squeeze vollziehen könnte und der dann eben hier zwangsläufig in die Zone von 4.230 und tiefer zurückführen könnte. Im Ausdehnungsfall muss man sogar damit rechnen, das wäre eher unschön, wenn wir hier diese eigentliche gebrochene Aufwärtstrendlinie hier, Ausbruch vom Februar, wenn wir diese hier unterschreiten würden, sehen Sie ja an diesem gestrichelten Fall, dann wäre die Situation natürlich ganz klar wieder mal ein Stück weit neu zu bewerten im Zuge dessen, dass es dann sogar nochmals gute 100 Punkte nach unten gehen könnte. Aber so schwarz will ich den Peter gar nicht malen. Grundsätzlich haben wir noch positiven Bias auf der Oberseite, aber das oder vielmehr die Unsicherheit in Sachen Angst vor Leitzinserhöhung, die schwebt über den Märkten und das kann eben hier auch immer wieder zu einer Reaktion nach unten führen, die allerdings langfristig, wie gesagt, eigentlich eher Kaufzeitpunkte darstellt, als hier eher eine größere Trendwende. Dazu bedarf es dann doch schon viel, viel mehr. Und Sie sehen auch, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, ich war gerade weg, nochmal kurz in den Tagesschart, wenn wir das sehen, es gab hier immer wieder Squeeze, Dezember, Januar, hier dann Ende Januar. Es gab hier der Januar ohnehin sehr, sehr geprägt von einer zähen Seitwärtsbewegung. Also das, was wir jetzt sehen, muss sich hier nicht durchaus schlechter auflösen als die Geschichte hier im Januar. Und im Anschluss an diese breite, schrägstrich abwärts gerichtete Konsolidierung sahen wir ja dann auch neue Mehrjahreshochs. Und beim Nasdaq haben wir ja hier immer noch beim Nasdaq 100 das All-Time-High bei 4.816 Punkten vor Augen. Und da sollte der Index eigentlich schon noch hinziehen können. Wir werden sehen, ob es passiert. In der kommenden Woche ist JFD Live Trading TV, wie ja auch schon heute Morgen angekündigt, offline. Das heißt, wir werden dann hier erst in einer Woche bzw. in rund 8, 9 Tagen hier den Markt noch
nach dem Nasdaq 100 Index neu bewerten. Wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn dann tiefer einsammeln können oder ihn dann weiter oben sehen. Ich freue mich und sage Ihnen erstmal danke fürs Einschalten. Würde Sie gern dann in der kommenden Woche nochmals mit dem Nasdaq 100 Index beglücken und dann beleuchten wir die Lage nochmals neu, was denn dann passiert ist nach der Osterwoche sozusagen. Also in dem Zusammenhang kann ich Ihnen nur noch schöne Ostern wünschen. Machen Sie das Beste draus. Ich sage erstmal Ciao in den Äther und sende beste Grüße. Bis auf bald, Ihr Christian Kämmerer.